In Tschechien steht seit wenigen Stunden fest, wer neuer Präsident wird. Diese beiden Kandidaten standen zur Wahl, der pro-westliche Ex-General Petr Pavel und der für seinen Populismus bekannte Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš. Das Ergebnis der Stichwahl ist eindeutig. Rund 58% der Stimmen gingen an Petr Pavel. Aus Prag, Britta Hilpert. Nicht lang nach dem Schließen der Wahllokale ist klar, Tschechiens neuer Präsident ist Petr Pavel. Der Ex-General will nun das Land einen. Er will die Ordnung wiederherstellen, wie er sagt. Der Wahlkampf hat tiefe Spuren hinterlassen. Bei dieser Wahl haben Werte gewonnen. Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut. Verlierer Andrej Babiš hatte einen schmutzigen Wahlkampf geführt. General Pavel wolle Krieg, nur er den Frieden. Die Desinformation mobilisierte Gegner und Fans. Babiš habe ich gewählt, weil er will Frieden. Babiš stellte sogar die NATO-Bündnistreue in Frage. Im Angriff auf Partner wie Polen werde er definitiv keine tschechischen Soldaten zur Verteidigung schicken. Kopfschütteln bei Pavel und bei vielen Nachbarn in Europa. Prag musste Bündnistreue zusichern. Desinformation und Polarisierung trieben die Wahlbeteiligung auf Rekordhöhe. Viele wählten gegen Babiš, mehr als für Pavel. Ich wähle Pavel, damit ich mich nicht für meinen Präsidenten schämen muss. Ich kann nicht sagen, er ist super. Ich kann nur sagen, er ist auf jeden Fall das geringere Übel. Tschechiens Wahlergebnis wird wohl in vielen europäischen Hauptstädten ein Seufzer der Erleichterung auslösen. Nicht nur in der NATO gilt Ex-General Pavel als sicherere Bank. Anfang März zieht Petr Pavel in die Prager Burg als Präsident und Oberbefehlshaber der Armee.